Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Sano Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde EAFC 24. Und heute spielen wir gegen Mönchengladbach. Ich hoffe mal, heute funktioniert das einigermaßen gut. Wir haben es nämlich noch relativ früh. Ja, ich hoffe einfach mal, es klappt hier alles. Ich glaube, ich habe das sogar noch aus, ne? Ja, er sagt nämlich nichts. Perfekt. Ich meine den Kommentator jetzt, weil ich bin ja der Kommentator hier. Okay, so. Mist. Okay. Das war Thomas Müller Niveau gerade. Nichts gegen dich, Thomas Müller. Ich meine, dieser eine Schuss. Oder Deutsch ist bei mir auch schon wieder komplett am Po. So. Bam, Alter, jetzt aber. So macht man die Tore für den FC Stando. Junge. Stark. Ja, ist ein geiles Tor. Das ist gut. Okay, jetzt schlagen die gerade zu. Okay. Mann, das war ja gar keiner von mir. Okay, so. Hey, wo haben die denn einen Wurf? Ja, Junge, er kickt mich natürlich noch weg. Bruder, was ist das hier für ein geisteskrankes Dingens? Bam, Alter. Das war eigentlich eher Glück. Den ich an der Stange rum. Der steht an der Stange fest. Leute, ich will wahrscheinlich, oder was ich machen will, ist mir ein neues Setup machen. Schon in diesem Jahr. Weil ich eventuell wo arbeite, wo ich etwas mehr Geld kriege, als da, wo ich jetzt arbeite. Ich sage natürlich nicht wo, weil das wäre ein bisschen blöd, wenn ich sagen würde. Auf jeden Fall, ist das faul? Auf jeden Fall, ja, will ich dann ein bisschen was umräumen. Da will ich mir nämlich auch einen neuen Tisch holen, der 2 Meter groß ist. Das ist praktisch ein 2 Meter Tisch, den man auch hoch und runter fahren kann. Genau. Ja, den will ich mir dann holen. Und dann packe ich da dann meine ganzen. Also da kommen dann, da will ich mir eine neue Monitorhalterung holen. Neue Monitore natürlich auch. Ich will mir dann auch 32 Zoll 4K Bildschirme holen. Ja. Also 3 32 Zoll Dinger. Die sind natürlich schon groß. Auf jeden Fall sind sie groß. Aber habe ich Bock, mir die zu holen.
Die kosten, glaube ich, pro Stück auch nur 500 Euro oder so. Also, ja, muss ich mal gucken, wie ich das mache. Generell muss ich erstmal gucken, wie viel Geld ich überhaupt kriege von denen. Ist ja praktisch ein Minijob, den ich mache. Und eigentlich ist ein Minijob immer 520 Euro Basis. Aber ich weiß es natürlich nicht. So. Wäre natürlich geil, wenn ich das dann dadurch machen könnte. Na, also ich hoffe. Ich hoffe, ich kriege so viel Geld, weil ich muss dann praktisch nur 2 Monate ungefähr sparen. Und dann habe ich schon diesen Gaming-Tisch, der ja 2 Meter groß ist, weil ich brauche unbedingt einen für 2 Meter, da der sonst zu klein wäre. Also ich habe ja jetzt einen kleiner, ich habe glaube ich einen 1,20 oder 1,30 Zentimeter Tisch, also der ist absolut klein. Und der reicht natürlich nicht. Und ja, für 32 Zoll braucht man da schon einen 2 Meter Tisch. Ich glaube, einen größeren kriegst du auch so gar nicht. Ich glaube, einen größeren musst du einfach sogar selbst machen. Mist. Ah, ich hole mir einfach einen 2 Meter Tisch und. Ja, einen 2 Meter Tisch und der, den man auch hoch und runter fahren kann. Und dann will ich da auch Kabelmanagement und sowas alles einrichten. Genau. Mann. Weg, weil ich zu lahm war. Ja, auf jeden Fall will ich mir dann einen 2-Meter-Tisch holen. Ich will mir dann nach dem Tisch will ich mir dann die Monitore holen. Also Monitor plus Monitorhalterung. Da hole ich mir dann auch direkt alle drei wahrscheinlich. Ne, dann spare ich da einfach auf alle drei. Und das ist 11 Meter für die Kacke. Doch nicht. Boah, ich dachte es schon, weil ich hatte nämlich da umgekickt. Ah, Mist. Okay, so. Ja, also erstmal will ich mir den Tisch holen, danach nach dem Tisch die Monitorhalterung plus die Monitore. Ah ne, warte mal, ich kann mir ja gar nicht die Monitore holen, merke ich gerade. Weil ich brauche ja erstmal den neuen PC. Und der neue PC ist teuer. Ah, dann lohnt es sich eigentlich noch gar nicht, das hier umzuräumen, wenn ich ehrlich bin, weil ich kann mir ja erst den PC holen, weil ich muss ja einen Vertrag machen, weil ich mir den nicht direkt holen kann. Ja, also kann ich das doch nicht machen. Ich muss erstmal warten, bis ich 18 bin. Und wenn ich 18 bin, dann könnte ich das machen, weil dann kann ich ja Verträge und sowas alles machen. Und das mache ich dann auch. Dann hole ich mir nämlich dann, ja, den PC dann als erstes. Also den PC hole ich mir dann. Also was heißt holen? Ich bezahle ihn praktisch ab monatlich. Weil ich bin ja dann auch schon in der Ausbildung, ne? Ich bin dann schon im zweiten Jahr Ausbildungsjahr. Ja. Hey Boss, bei uns läuft es in letzter Zeit richtig gut. Wir werden uns unterhalten. Warum denn immer Losglück, Alter?
FC Sandhurst hat mit Gruppe A auf dem Papier eine gute Gruppe erwischt. Es geht gegen Manchester United, FC Kopenhagen und Istanbul. Sei es zuversichtlich, Platz 1 erreichen zu können. Los geht es am 19. September mit der Partie gegen Manchester United. Okay, was hier nochmal? Gerüchte halber haben bereits einige Nationalmannschaften Interesse an Seier bekundet. Dieser steht derzeit bei FC Sandhurst unter Vertrag, aber sein Name wird in den Medien immer wieder genannt, wenn es um freie Trainerposten auf internationaler Ebene geht. Vielleicht wagt er ja den Sprung. Wie wir exklusiv auf dem Umfeld von Seier und FC Sandhurst erfahren haben, gab es gestern ein Treffen mit Vertretern des deutschen Landverbands. Oha, was? Die Vertragsverhandlungen stehen wohl noch am Anfang, aber wie zu hören ist, macht man durchaus Fortschritte, sodass eine Verpflichtung von Seier absolut realistisch sei. Nachdem in letzter Zeit einige Trainerposten bei der Nationalmannschaft frei geworden sind, dürfte die Jagd auf kompetenter Trainer eröffnet sein. Mit dabei Katar, das sich als eines der möglichen Ziele von Seier zu entscheidet. Okay, also anscheinend wollen die nicht. Nordirland will mich auch. Wales ist das halt ebenfalls auf Trainersuche. Ja. Okay, Finnland. Alles klar. Also Finnland. Ja, aber warum denn immer nur die? Ich will auch mal ins deutsche Nationalmannschaften-Dings rein. Gegen Leverkusen ist das nächste Spiel. Die haben ja, glaube ich, gegen Leipzig verloren, ne? Und da gab es ja übelst viele TikToks wieder rüber. Boah, die haben verloren. Und dann, Leute, lasst doch Leverkusen in Ruhe. Und auch Leipzig in Ruhe. Ich frage mich sowieso, also, ich habe auch in den Kommentaren gelesen, viele mögen Leipzig nicht, wo ich mir nur denke, warum? Also, jetzt mal ehrlich, ich weiß, ich habe absolut keine Ahnung, warum. Aber Leute, ich würde sagen, das war's auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Erst damit.